So Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialvideo. Ja, wir zocken wieder Pokémon XY. Oh mein Gott, kann es sein? Oh ja. Ja, was gibt es denn so Schönes? Ich glaube, ihr könnt es bereits anhand des Titels erkennen. Es geht um das Pokémon Diancie oder Diancie, wie man es auch nennen möchte. Und es gibt ein gewisses Event, das man in diesem Pokémon-Center bestaunen kann. Also man kann es eigentlich in jedem x-beliebigen Pokémon-Center bestaunen. Und das werden wir auch gleich tun. Dieses Diancie oder Diancie bekommt man von Nintendo. Ich glaube, es gab so eine Aktion. Ich glaube, ihr werdet jetzt irgendwas auf dem Bild hier sehen. Und da steht genau, wie man das eigentlich bekommen konnte. Ich habe es irgendwie durch so einen Code bekommen. Den hatte ich von einem Freund erhalten und ich konnte es mir dann per Geheimgeschehen herunterladen. Ich glaube, das sollte nicht mehr gehen, denn die Aktion sollte, glaube ich, schon vorüber sein. Oder die Codes werden auf jeden Fall nicht mehr verteilt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal das Event hier bestaunen und ich würde mal sagen, los geht's. Ja, dafür müssen wir zuerst mal mit dieser Frau hier reden. Einen schönen guten Abend. Du musst Serena sein. Ich habe ein Geschenk für dich erhalten. Hier, bitteschön. Serena hat Diancie erhalten. Komm bald wieder. Bekomme ich dann noch eins oder so? Wie funktioniert denn das? Ich glaube zwei eher weniger. Ach, egal. So. Warte bitte. Ein alter Kauz. Was will der von mir? Verzeih, dass ich dich so unvermittelt anspreche, aber du hast doch schon, du hast doch soeben das mysteriöse Pokémon Diancie erhalten, habe ich recht? Bei dem äußerst selten anzutreffenden Pokémon Diancie handelt es sich um eine plötzliche Mutation des Pokémon Rokara, wobei die Hintergründe für seine Entstehung sowie die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens weiterhin im Dunkeln liegen. Diancie ist der Inbegriff von Anmut und Schönheit. Lichtstrahlen, die auf seinen Körper fallen, werden dort gleichmäßig gebrochen und in Form eines wunderschönen, harmonischen Leuchtens gestreut, dem nichts auf dieser Erde gleicht. Die Suche nach dieser einmaligen Schönheit trieb unseren Boss viele lange Jahre vergebens umher, weshalb es uns ein besonderes Anliegen ist, ihm seinen Herzenswunsch zu erfüllen und Diancie mitzunehmen. Dieser Gedanke war es, der uns herführte. Wie konnte er eigentlich wissen, dass ich mich in so einem Pokémon-Center befinde? Ich meine, woher hat er die Information, dass genau dort dieses Diancie ist? Das macht keinen Sinn. Daher möchte ich auch ohne Umschweife gleich zur Sache kommen. Wärst du so gut, uns deinen Diancie zu überlassen? Nein. Und wenn wir dich ganz lieb bitten? Nein. Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit? Warte! Okay. Boss! Es tut mir unendlich leid, dass mein Personal die Unannehmlichkeiten dass mein Personal dir Unannehmlichkeiten bereitet hat. Hört mal, ihr zwei. Es freut mich ja, dass ihr euch die Mühe macht, meinetwegen Land auf, Land ab, nach Diancie zu suchen. Aber alles hat seine Grenzen. Denn meiner Meinung nach gestattet es selbst die leidenschaftliche Suche nach etwas Kostbarem nicht, einen anderen seines geliebten Pokémon zu berauben und dabei die innigen Bande, die zwischen beiden bestehen, zu kappen. Viel erstrebenswerter und erfüllender ist es doch, einen solchen Schatz auf friedliche Art und Weise mit der eigenen Händearbeit zu erlangen, oder? Nur so kann es von Wert sein. Aus meinem Neid auf dich und dein Glück mache ich keinen Hehl, nimm es mir nicht übel. Doch ich will nicht missgünstig sein, im Gegenteil, ich möchte dich von ganzem Herzen beglückwünschen, dass du Diancie gefunden hast. Alles Gute euch beiden. Dem Volksmund zufolge schützt Diancie seine Reisebegleitung vor Unfall und Krankheit. Von Herzen wünsche ich euch beiden, dass jedes Unheil einen großen Bogen um euch machen möge. Hey ihr beiden, seid so gut und helft mir auch in Zukunft weiterhin dabei, mein persönliches Diancie zu finden. Mit Vergnügen, Boss! Ja, ein sehr, sehr skurriles Event, das wir bestaunen konnten. Ja, in der Tat. dieser alte Kauz oder dieser Boss wollte unbedingt gerne einen Diancie haben. Ich weiß nicht warum, das wurde nicht wirklich unbedingt erläutert. Auf jeden Fall wollte er eins haben und der hat leider keins bekommen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man da Ja gedrückt hätte.
Ich wollte es auf jeden Fall nicht probieren. Ich glaube, das würde trotzdem nicht klappen, denn ich glaube, der Typ würde einfach reinstürmen und sagen, nein, das gehört trotzdem diesem Trainer hier und der darf es dann auch behalten und hast du nicht gesehen. So, ich werde mal gucken, ob dieses Dianzi hier ist und es ist, ja, es ist in meinem Team, was voll cool ist. Ich werde es mir gleich mal angucken. Es ist vom Wesen scheu. Ein scheues Wesen ist immer sehr gut, denn dadurch steigt die Initiative. Ich glaube, bei diesem Pokémon aber ist die Initiative nicht wirklich so wichtig. Ich glaube, hier liegt, ja, das Hauptmerkmal liegt bei diesem Pokémon auf die Verteidigung und die Spezialverteidigung. Und vielleicht dann auch auf den Spezialangriff, aber das kann ich jetzt hier nicht wirklich beurteilen. Ich würde aber sagen, dass man es eher, defensiv spielt als offensiv. Würde ich mal schätzen, ich weiß aber nicht. Es hat das Item Normaljuwel, wodurch Attacken verstärkt werden. Ich weiß nicht von welcher Art. Ich würde mal sagen von Typ Normal. Klingt irgendwie logisch. Und ich glaube, es hat die besondere Attacke Diamantsturm. Der Anwender beschwört einen zerstörerischen Diamantensturm herauf. Kann die Verteidigung des Gegners, des Anwenders erhöhen. Naja, ich frage mich aber, wie das funktioniert mit einem Diamantensturm oder Diamantsturm. Ich meine, man lässt Diamanten regnen. Das ist krass. Also ich würde sowas gerne miterleben, denn ich würde ein paar der Diamanten mitnehmen. Ich meine, sowas kostet ja was und man kann es bestimmt sehr gut an so einem Händler verticken oder so. Ich habe keine Ahnung. Dann hat es noch Mondgewalt, Reflektor und Rückkehr. Dieses Dianzi hat, by the way, auch eine Megaform. Diese können wir aber erst in Pokémon Omega, Rubin und Alpha Saphir sehen, denn sobald dieses Pokémon auf der anderen Edition rübergetauscht wird, bekommt man von irgendeiner Person den Megastein. Ich glaube, sogar von den gleichen Personen wie die eben, die wir gesehen hatten. Und danach kann man das Dianzi dann auch Mega entwickeln lassen, ja. Ich würde mal sagen, wir probieren es gleich mal aus, so im Kampf, und gucken, wie es sich machen wird. Ich möchte gerne seine Attacke da mal ausprobieren, diese... Ey, warte mal, gibt es was? Oha! Krass, ich habe irgendwo ein Item übersehen. Ich bin so schlecht. Es war irgendwo hier. Ah, Alter, das ist gerade so unwichtig. Egal. Unwichtig! Wo gibt's hier... Ne, warte, ich glaube, unten gab es Pokémon. Hier glaube ich aber auch, wenn man hier entlang geht. Können Pokémon hier rausgesprungen kommen. Warte mal, ich probiere es mal auf der anderen Seite. Oder muss man das vielleicht ohne Fahrrad machen? Oh. Ich finde hier Sachen, die ich nie zuvor gesehen habe und noch nie erkundet habe. Oh mein Gott, Alter, voll peinlich gerade. Das hier soll einfach so ein Special-Video werden und ich finde hier Items, die ich vergessen habe. Cool. Ja, ich kann wirklich stolz auf mich sein. Ach, Mann, ich will einfach nur einen Kampf machen. Oh. Dann eben nicht. Machen wir es halt so. Ja, ich hätte auch einen Cut machen können, aber nee, so ist es etwas natürlicher und kommt dann auch, glaube ich, ein bisschen besser an. Oder Leute? Oder Leute? Was denkt ihr? Ein wildes Volbeat oder Vollbeat, denn Vollbeat hat den Beat. Probieren wir gleich mal aus mit Diamantsturm. Ich will immer Diamantensturm sagen. Das wäre aber die Attacke von Renamon aus Digimon Tamers. Das wäre nicht so cool. Nee, das wäre eigentlich voll cool sogar. Yeah, cool, sah voll geil aus. Da kam nicht mal eine Animation, weil ich die ausgemacht habe. Yay, ich bin voll schlau. Werde ich gleich mal hier anschalten. Dann nehme ich hier. So, und nochmal, weil es so cool ist. Yeah. Komm, komm. Okay, Pico-Lente. Was geht? Okay, Diamantsturm, los geht's! Also ich finde, das sieht ganz geil aus. Ich glaube, ich hätte es noch ein bisschen besser gefunden, wenn einfach von oben aus Diamanten hageln würden. Aber das wäre ein bisschen krass, oder? Ich meine, das ist auch eine krasse Fähigkeit, wenn man auf einmal Diamanten regnen lässt. Das kann auch nicht jedes Pokémon. Naja, aber Dingens kann das. Also Dianzi kann das. Und ja. By the way, wurde auch gesagt, dass Dianzi eine mutierte Version von Rokara ist, wovon man irgendwie auch ausgehen konnte. Also am Anfang, als ich dieses Dianzi gesehen habe, dachte ich mir so, hä, ist das jetzt eine Weiterentwicklung von Rokara oder was ist das? Warum ähneln die sich so sehr? Und später fand man dann doch raus, dass es gar keine Weiterentwicklung ist. Es ist einfach so eine alternative Version davon. Ja, nicht wirklich, denn es ist ja ein eigenständiges Pokémon, aber könnte man so nennen. Ich weiß nicht, warum es
so ein mutierendes Pokémon ist. Wie kann es denn mutieren? Ich glaube, ich stelle viel zu viele Fragen, oder? Kann sein, ich glaube schon. So, Leute, das war schon für dieses kleine Special hier, für dieses legendäre Pokémon Diancie. Ich werde noch ein weiteres Video machen, wenn man es auf Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir rübertauscht, denn dort kommt noch so ein Event, wo man halt den Megastein bekommt. Und das will ich euch auch noch gerne vorführen. Ich will das einfach mal gerne zeigen und gucken, ob storytechnisch noch was hinzukommt. Ich fand das jetzt eigentlich ganz nett mit diesem Ding, mit dieser kleinen Szene in diesem Pokémon Center, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet, aber man kann halt nicht alles haben. Ja, Leute, das war's soweit von mir. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu diesem Event in den Kommis unten schreiben. Außerdem, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne mit einem Daumen nach oben unterstützen. Ihr könnt es auch gerne verbreiten oder favorisieren, was auch immer, wie ihr Bock habt. Und ich würde mal sagen, man sieht sich bis zu einem, also in einem anderen Video. Ich sage tschüss, danke fürs Zusehen, euer Bladeus.